Als Nachzüglerin zieht Jana Palaske mit ihrem Freund Sascha Grind im Sommerhaus der Stars ein. Während die meisten von uns die 42-Jährige vermutlich dank ihrer Rollen in Fuck You Goethe, Jerks oder Männerherzen kennt, hat sie sich aus dem Filmgeschäft in den letzten Monaten etwas zurückgezogen. Bereits seit 1996 ist Jana immer mal wieder mehrere Monate im Jahr in Thailand und auf einer kleinen Insel in Asien. Seit 2020 gibt sie dort sogar Live-Coaching-Kurse. Bei einem Retreat lernt sie 2018 Sascha kennen. Das Paar nennt sich Jedi Jazz, eine Mischung aus Jedi-Ritter und dem weiblichen Ende S. Sie führen ein spirituelles und unkonventionelles Beziehungskonzept. Sie lebt in Asien in einem Baumhaus und er ist oft für Dreharbeiten für seinen Beruf als Stuntman in Mumbai. Größtenteils führen sie eine Fernbeziehung und sind trotzdem eng miteinander verbunden. Im Sommerhaus wohnen sie erstmals zusammen. Jana zeigt sich auf Instagram gerne in der Natur, am Meer oder mit ihren Katzen. Hier kann sie frei sein und mit sich selbst im Reinen. Ihre Heimat Deutschland hat die 42-Jährige allerdings nicht komplett hinter sich gelassen. Sie pendelt oft nach Berlin, wie sie in einem Interview mit RTL verrät. Palaske sieht sich selbst als Medizinfrau oder moderne Hexe.